Hallo und guten Abend. Ich möchte euch eine sehr einfache und pragmatische Lösung für einen Hardware-Detent zeigen. Also einen Widerstand am Throttle, damit man nicht einfach in den Nachbrenner geht, wenn man vorwärts schiebt, sondern dass man vorher einen Widerstand hat. In meinem Fall wollte ich einen Widerstand haben, wo ich an einem Hebel ziehe. Und den habe ich mir sehr einfach gebastelt. Es gibt online viele coole Anleitungen, wie man sich das aus dem 3D-Drucker rausholt, aber ich habe keinen 3D-Drucker und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal einen sehr einfachen Ansatz, indem ich es aus Holz bastle. Ich zeige euch erstmal das Ergebnis und dann, wie das an sich aussieht. Also, vom Prinzip, natürlich, man schiebt vor, zieht und geht nach ganz vorne. Und es geht auch wieder selber in Position, das heißt, beim nächsten Mal ist es wieder blockiert. Ziehen. Und das war's. So sieht es von der anderen Seite aus. Moment, so sieht man es ein bisschen. Hebel vor. Und das war's. Jetzt zeige ich euch, woraus es besteht. Prinzipiell sind es nur drei Stück Holz, die ich zusammengeklebt habe. Die Maße gebe ich euch auch noch, falls ihr es nachbauen wollt. Das kleinere Holzstück hat 6-7 mm. Davon hängt natürlich auch ab, bei wie viel Prozent der Throttle stehen bleibt. In meinem Fall sind es 87%. Dann braucht man ein längeres Stück Holz als Verbindung zum Greifen. Nach oben sind jetzt bei mir 5 cm. Wichtig an dem war, dass man hier das ordentlich abrundet, denn diese Fläche schleift dann hier an der Oberfläche vom Throttle und muss auch wieder runtergleiten. Wenn das hier ein bisschen kantig ist, dann fährt das nicht zurück in nach unten. Und der obere Block ist einfach quer draufgeklebt, relativ kurz. Hat jetzt ein bisschen mehr als 3 cm. Da wollte ich auf jeden Fall nicht, dass ich da irgendwie mit der anderen Seite in die Quere komme. Und natürlich braucht man ein normales Haushaltsgummi. Wie man auch schon gesehen hat, das ist sehr einfach zu montieren und vor allem auch abzumontieren, wenn man dann wieder ein anderes Flugzeug fliegt wie die A10. Man muss natürlich dann im Spiel das entsprechende einstellen, ab wann der Afterburner zünden soll. Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen rumspielen, dass ich da bei 87% sozusagen noch nicht im Afterburner bin und erst im Anschluss. Man muss das Holz auch natürlich ordentlich abschleifen und bei mir steht noch an, dass ich es lackieren werde. Erstens, dass es besser aussieht und zweitens, dass dann auch kein Holz irgendwie abplatzen könnte, um in die Mechanik zu fallen. Und das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Kommentare oder Tipps. Und noch einen schönen Abend.